Uns erreichen immer wieder Fragen, wie man denn so mit individuellen Problemen oder Bedürfnissen umgeht. Und ja, deswegen werden wir jetzt heute darüber sprechen. Wie war das denn bei euch? So, hattet ihr irgendwas, was jetzt im Auslandsjahr vielleicht nicht direkt erfüllt wurde, was ihr gerne hättet? Oder ja, dass ihr irgendwelche total individuellen Probleme hattet? Also bei mir war es halt im Prinzip so, dass ich mich nach einer Zeit wirklich ziemlich einsam gefühlt habe, wo ich bei vielen Leuten wusste, dass die so voll angekommen sind, voll ihre ganze Freundesgruppe gefunden haben und so super glücklich waren, wo ich halt gerade in so einem kompletten Down war, wo ich mich dann immer gefragt habe, okay, stimmt irgendwas nicht mit mir oder wieso ist das jetzt so? Und ich habe mir dann auch immer so, keine Ahnung, so andere sozusagen als Vorbild genommen und dachte, okay, das muss bei mir auch so perfekt sein. Obwohl das halt einfach nicht so ist, weil ich meine, jedes Auslandsjahr ist ja individuell. Mhm. Und ich habe mir da auch viel zu viele Gedanken, glaube ich, einfach drüber gemacht, so, dass das jetzt halt anders ist als bei anderen. Oder, keine Ahnung, genauso das Gleiche mit den Gastfamilien. Da gibt es ja auch komplett unterschiedliche Situationen. Oder auch mit der Schule, ja, mit den Freunden. Und das ist halt nicht einfach überall gleich. Und ich dachte immer, es muss alles so perfekt sein. Und deswegen habe ich mich auch ziemlich schlecht gefühlt, so, weil ich halt einfach dachte, dass das nicht so normal ist. Und deswegen würde ich da vielleicht so als Rat geben, sich einfach nicht so mit anderen zu vergleichen und halt wirklich auf sich selbst zu hören und zu gucken, okay, was macht mich jetzt glücklich und wie muss ich das jetzt irgendwie machen, damit alles besser wird oder keine Ahnung, einfach, dass man auf seine eigenen Bedürfnisse auch irgendwie Rücksicht nimmt und nicht versucht, so das Auslandsjahr eines anderen irgendwie so zu leben. Ja, mir hat es auch total geholfen, dass ich mit Leuten rede, die mich kennen und die ich gut kenne, also nicht irgendwelche Internationals, die jetzt auch gerade da sind, sondern ich habe tatsächlich auch mit Deutschland dann telefoniert und alle sagen immer, nein, wir dürfen nicht hier nach Hause und so, es wird noch schlimmer, aber mir hat es voll geholfen, gerade mit meinen Freundinnen über so Sachen zu reden, weil die mich einfach so am besten kennen und da, ich finde, es hilft auch nicht, wenn die nicht unbedingt so einen Tipp geben können, aber es hilft einfach, darüber zu reden mal so. Ja. Ja. Ganz kurze Unterbrechung, wir vergeben momentan nämlich wieder unsere zwei Auslandsstipendien. Und zwar einmal das 1000 Euro Kreativstipendium und dann auch das 500 Euro TikTok-Stipendium. Für mehr Infos könnt ihr gerne auf den Link in der Videobeschreibung klicken. Dort kommt ihr dann zu unserer Website schüleraustausch.net und da erfahrt ihr dann alles weitere, was ihr dafür wissen müsst. Bewerbungsschluss ist der 31. Mai 2023 und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim weiteren Video. Also bei mir war es so, dass ich zum Beispiel meinen Sport, also den ich halt schon seit 10 Jahren mache, also ich tanze vielleicht so nebenbei, nicht ausüben konnte in den USA, weil es bei mir an der Schule das nicht gab und ich auch in einem kleinen Dorf gewohnt habe. Das heißt, da war auch trainingstechnisch anderweitig nichts möglich. Und ja, deshalb, das war halt wirklich ein großer Teil, der mir total gefehlt hat. Und dann habe ich halt zum Beispiel dann auch mir halt überlegt, so ja, wie kann ich das denn jetzt irgendwie lösen, dass ich trotzdem so das Gefühl habe, dass ich da jetzt auch in meinem Team nichts verpasse und dass ich halt auch da natürlich so aktiv bleibe. Und dann bin ich beispielsweise einfach dann immer alleine dann zum Gym gegangen, habe da für mich trainiert, habe mich jeden Abend wirklich gedehnt, also zumindest 5-mal die Woche, sage ich jetzt mal, einfach um da zu bleiben. Oder ich habe dann im Dezember, Januar mir die Videos von meinem Team zu Hause in Deutschland angeguckt und die Tänze gelernt. Also einfach so random, weil ich das einfach für mich gebraucht habe und das hat mir halt total geholfen. Ja, also habe ich auch gemacht tatsächlich, halt, weil ich habe davor Cheerleading gemacht in Deutschland, wollte das in Amerika eigentlich auch unbedingt machen, weil da ist es ja nochmal was viel Größeres. Wow, und dann konnte ich halt im Prinzip so nicht ins Cheerteam, weil ich war halt auch ein bisschen, also ich war nicht am ersten Schultag da, sondern ich glaube eine Woche später. Und dann konnte man da halt auch im Prinzip nicht mehr rein. Und ich habe auch so versucht, die irgendwie so zu überreden, so nach dem Motto so, ja, ich bin ja auch so Schülerin und kann man da nicht eine Ausnahme machen, aber ging halt nicht. Und dann habe ich halt auch teilweise irgendwie so Tänze einfach so für mich irgendwie gelernt. Und genau. Ja, also halt einfach immer darauf achten, dass man seine eigenen, also dass man halt versucht, eine Lösung zu finden. Ja, eben, das nicht bei anderen Wegen zu ignorieren. Ja, ich konnte im Ausland auch Tischtennis nicht spielen. Aber gut, dann bin ich halt jetzt zurück. Alle anderen sind so ein bisschen besser geworden und dann komme ich so, oh nein. aber es ist okay, also das kann man nachholen alles. Ja. Und
Wie war es bei euch mit so Lebensmittelunverträglichkeiten? Also es sind ja oft einfach so individuelle Probleme, die man dann nochmal hat oder so. Also, bei meiner Gastfamilie war das so, dass Ernährung ein ganz schwieriges Thema war. Dadurch, dass, ich sag jetzt mal, sehr gerne, Amerikaner essen ja sehr gerne Fastfood und alles. Und ich war da noch nie so der Fan von. Und deshalb habe ich dann auch aber einfach sozusagen beschlossen, mit meiner Gastschwester mein Essen selber zu machen. Und das haben, also meine Gastmutter hat es mir auch gar nicht böse genommen. Ich habe mich da an den Tisch gesetzt und habe ihr halt so erklärt, so hey, gar nicht böse gemeint. Ich werde jetzt einfach mal ein paar Mal für mich kochen, beziehungsweise Salate essen, wie auch immer. Ja, und da muss man einfach das Gespräch dann mit der Gastfamilie suchen. Und wenn es jetzt eben mal um Lebensmittel handelt, so um veganes Essen oder eben vegetarisches, ich würde da auch einfach auf die Gastfamilie drauf zugehen und halt eben gegebenenfalls entweder eine Lösung finden, dass irgendwie alle vegetarisch essen oder es wird immer ein bisschen vegetarisch auf die Seite gelegt oder eben selber kochen. Ja. Ich meine, an und für sich ist es ja jetzt auch nicht schlimm, wenn man selber kochen muss. Ja, genau. Die Gastfamilie wird das ja auch verstehen. Also die wird da auf jeden Fall dann auch Rücksicht drauf nehmen. Und wenn die jetzt halt nicht so selber dann immer extra deswegen so vegan oder vegetarisch kochen wollen, dann kann man sich halt, was du auch meintest, einfach selbst was machen. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass es da jetzt so große Probleme oder Streitigkeiten deswegen geben wird. Deswegen das auf jeden Fall einfach ansprechen, wenn man, keine Ahnung, irgendwas nicht mag, irgendwas nicht verträgt oder so. Man gibt das ja auch in der Bewerbung eigentlich auch von Anfang an. Also wenn die Gastfamilie einen aufnimmt, dann wissen die ja schon, dass ihr vegan lebt oder vegetarisch oder irgendwelche Lebensmittelunverträglichkeiten habt. deswegen, Und die Gastfamilie sucht euch ja aus. Und wenn das denen gar nicht passen würde, dann würden die euch ja nicht aussuchen. Ja, und so. Das ist auch nur ein Also außer es ist wie bei mir. Ich bin nämlich während meines Auslandsjahres tatsächlich vegetarisch geworden. Oh, okay. Weil das nämlich so ist, dass der Fleischkonsum ja, also zumindest in den USA, sehr hoch ist. Also bei mir zumindest. Ja. Jetzt nicht nur in meiner Gastfamilie, im gesamten Dorf hat jeder wirklich, kann ich wirklich sagen, jeder hat dreimal am Tag Fleisch gegessen. Ja, bei uns auch. Wirklich. Und mittags, morgens, abends. Ja. Genau. Ja. Und die ganze Zeit. Und ich habe davor Fleisch gegessen, allerdings so höchstens einmal die Woche. Also ich bin wirklich keine Fleischesserin. Und dann nach so 2-3 Monaten ging es mir damit dann halt auch wirklich echt schlecht. Und dann habe ich aber auch mit meiner Gastfamilie geredet. Das ist halt wichtig, sprecht das dann an, die Probleme. Ja. Mhm. Lasst euch selbst dann nicht im Stich, sage ich jetzt mal. So, ja, es ist wichtig, sich anzupassen, aber bei bestimmten Dingen muss man dann auch an sich selbst denken. Also ohne, dass das jetzt egoistisch rüberkommt oder sowas. Das ist überhaupt nicht so gemeint. Aber man muss halt trotzdem darauf achten, dass einem selbst es noch gut geht. Ja, man darf sich nicht komplett vergessen. Das habe ich am Anfang so ein bisschen gemacht. Beim Anfang habe ich auch, wenn ich das Essen nicht mochte, das halt immer einfach so aus Höflichkeit die ganze Zeit gegessen. Und ich meine, so ist ja auch erstmal gut, aber wenn man das halt so die ganze Zeit macht und dann ganzes Jahr immer das ist, was man eigentlich gar nicht mag, und dann habe ich das halt auch irgendwann so mit meiner Gastfamilie so besprochen, so das esse ich nicht so gerne und das halt schon, und dann, keine Ahnung, kann man sich da ja auch mal so ein bisschen absprechen und so. So war das. Zum Beispiel, wenn die Gastfamilie dann eben sagt, ey, wir machen heute Abend das und das, ich weiß, du magst es nicht so, sollen wir dir was anderes mitbringen oder so? Ja. Das, da ist ja die Kommunikation viel einfacher, als wenn die das ja nicht wissen. Mir ist auch gerade eingefallen, eine Freundin von mir, die hatte, die musste in Quarantäne, und ihre Gastfamilie war so lieb und so, hat ihr jeden Tag Porridge gemacht. Aber sie mochte den Porridge nicht, und dann wollte sie das aber nicht immer so sagen, weil die haben sie halt immer so, haben es immer schön vorbereitet für sie. Und dann hat sie wirklich 2 Wochen jeden Tag lang zum Frühstück diesen Porridge gegessen. Sie mochte den eigentlich gar nicht. Also es spricht uns auf jeden Fall wirklich an. Ja, die sind euch da es gar ist vielleicht nicht schwer so in der Situation, aber am Ende ist es doch besser. Und dann geht es jedem damit gut. Und da ist halt wirklich niemand böse drüber. Und vor allem, wenn man das nicht anspricht, dann staut sich das ja auch irgendwann an, die Probleme. Das und stimmt. Das ist halt das Problem eigentlich. Es geht ja gar nicht darum, dass man jetzt bei jeder Kleinigkeit, die einen stört, das direkt anspricht. So meistens löst sich das ja dann auch wieder von selbst. Aber es gibt ja wirklich so Probleme, die langfristig dann bleiben würden, wenn man sie nicht anspricht. Wenn das nur ein Problem ist, kein Problem ist, aber wenn die sich dann anstauen, dann wird es irgendwann zu viel und irgendwann ist es dann halt einfach zu viel, und dann kommt man mit der Situation nicht mehr klar, und deshalb ist es einfach wichtig,
zu kommunizieren. Also Kommunikation ist wirklich der größte Punkt. Seid offen und redet über eure Probleme. Redet natürlich auch über das, was gut ist, weil ich meine natürlich... Genau, natürlich soll die Gastfamilie... Es sollte jetzt nicht nur mit Problemen mit eurer Gastfamilie oder Freunden reden. Redet auch über die guten Sachen. Zeigt es denen auch, dass es Dinge gibt, die Spaß machen, weil das kommt manchmal vielleicht auch zu kurz und dann denken die so, ja, jetzt lebt er hier, also oder jetzt lebt die hier und macht aber gar nichts. Ja. Genau. So, aber auch manchmal einfach. Genau. So. Genau fürs Essen. Genau. Aber ja, ich würde sagen, so, das war's. Das war es. Also, wir hoffen, es hat euch geholfen mit euren Problemen. Ja. Auch wenn wir vielleicht nicht auf jedes einzelne so einzeln eingehen können, aber ich hoffe, das war einfach so ein genereller Guide. Ja. Kann man auf alles beziehen im Prinzip. Eben. Redet einfach immer. Reden ist immer gut. Und genau. Ja, muss sein. Ja. Ja. Super. Gerne ein Like da, ein Abo. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Viel Spaß.